Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Und zwar geht's um diese Shisha-Kohle heute. Die Coco Palm Shisha-Kohle. So schaut die OVP aus. Das ist jetzt die 3-Kilo-Version, die ich hier habe. Vom Design her ist es ganz schön anschaulich. Was Michi gleich aufgefallen ist, warum ist da ein Standardschlauch drauf? Und durchaus berechtigt. Also warum ist auf einer Premium Shisha-Kohle Naturkohle ein Standardschlauch drauf? Das werde ich mal so an den Hersteller weitergeben wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr gute Kohle, wird wie immer in so einem Packen hier geliefert. Ich glaube, die meisten von euch kennen das Ganze. Wie ihr sehen könnt, sind die Würfel sehr gut gepresst. Jetzt natürlich nicht scharf hier. Na, komm. So. Die sind sehr gut gepresst. Durchaus besser als manche andere Hersteller, muss ich gestehen. Ich will aber jetzt keinen Hersteller schlecht machen. Wer die Einordnung will im Vergleich zu anderen Kohlen, sollte einfach ein bisschen dranbleiben, weil ich werde noch ein bisschen was dazu sagen. So, dann schauen wir mal, was steht hier noch so Schönes drauf. Kohlenstoffgehalt, Schwefelgehalt, bla 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 bla. Ich sage deswegen bla 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 bla, weil keiner, behaupte ich mal, sich das genauer anschaut und am Ende sagt, hier ist mir 0,5% zu wenig Kohlenstoffgehalt enthalten. Dann kaufe ich sie halt einfach mal nicht. Dementsprechend sage ich ganz ehrlich, finde ich, ist das immer ein bisschen Korinthenkackerei. Verlasst euch einfach auf das Urteil von den Leuten aus den Foren beziehungsweise von den Reviewern, die haben genug Ahnung, um euch zu sagen, welche Kohle gut ist und welche nicht. Die Coco Palm ist für mich aktuell neben der Starbuzz 2.0 die zweitbeste Kohle. Und sie ist, vielleicht ist das auch jetzt wirklich so ein bisschen Markendenken. Das kann ich noch nicht ganz sagen. Die Starbuzz gefällt mir sehr gut. Da war ich sehr, sehr zufrieden. Die hat schön nach innen geascht. Und das ist wirklich auch der einzige Unterschied, so viel kann ich schon mal vorne wegnehmen, zur Coco Buzz selber. Weil diese Kohle, die Coco Palm, ist extremst gut. Also ich war ja schon mit der ersten Charge relativ zufrieden, aber die zweite Charge jetzt ist wirklich sehr gut. Ascht gut, hat ein gutes Ascheverhältnis, hat auch eine sehr gute Hitzeverteilung. Ich rauche übrigens Start Now. Lime werde ich wahrscheinlich auch noch ein Review zu drehen. Oh, habe ich euch scharf gestellt? Ja, doch. Naja, ist jetzt ein bisschen verkackt, aber egal. Wir drehen ja immer spontan, deswegen ist ja auch in Ordnung. Gute Kohle, gute Brenndauer, wirklich so 90 Minuten kommen gut hin. Also lass es 75 sein, aber ich finde es dann auch nicht wild. Die brennen auf jeden Fall sehr ordentlich, haben eine sehr gute Hitzeverteilung. Ein bisschen, meiner Ansicht nach, etwas heißer als die Starbuzz. Aber mit ein bisschen Regulation von der Hitze geht es eigentlich ganz gut auf dem Phoenix. Wie ihr auch seht, ist übrigens aufgelegt auf dem Phoenix heute. Geschmacksneutral, riecht gar nicht beim Anmachen, also wirklich null. Man riecht nichts, was für mich immer ein Riesenpunkt ist, weil ich ja meine Kohlen in der Wohnung anmache. Bringt einen Tabak schön auf Hitze. Dementsprechend gibt es von mir eine absolute Kaufempfehlung.
Es gibt bei Kohlen bei mir keine Punkte, sondern es gibt nur Kaufempfehlungen oder keine Kaufempfehlungen, weil vom Ranking her habe ich euch gerade das eingeordnet. Für mich nicht ganz so gut, vielleicht wie die Starbucks Cocobars, aber sehr, sehr gut. Absolute Kaufempfehlung, falls ihr keine Cocobars bekommt aktuell. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo ihr sie aktuell bekommen könnt. Aber ihr könnt ja mal googeln und Google ist euer Freund und Helfer. Ihr werdet sicherlich eine Packung irgendwie finden können. Dementsprechend sage ich eigentlich schon, oh, kurz nochmal einmal rauchen, sage ich eigentlich schon, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, like and subscribe. Also, wenn ihr noch nicht Abonnent seid, bitte einmal abonnieren, das würde uns freuen. Wir sind kurz vor der Tausender-Marke. Wir werden natürlich auch für die Tausender ein Gewinnspiel machen, das ist ja ganz klar. Also von daher ladet. Bringt eure Freunde ran, karrt sie ran in Scharen und lasst sie abonnieren. Und dann gibt es ein kleines Gewinnspiel. Ich habe mir Michi noch nicht überlegt, was wir machen. Wir werden aber wohl auf jeden Fall eine Pfeife irgendwie verlosen. Davon gehe ich mal aus. Und das reicht eigentlich als Teaser. Das lasse ich mal als Teaser jetzt so stehen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Review.